Hallo zusammen. In diesem kurzen Video möchte ich euch zeigen, was ist zu tun, um Produkte in den Twinkle Shop hineinzubekommen. Also hier haben wir gerade die Startseite von Twinkle Shop. Das ist jetzt in den Details nicht unser Thema, nur noch mal zum Sehen, dass ihr wisst, da geht es also hinein. Aber wir starten mit der Bearbeitung oder mit den Dingen, die zu bearbeiten, zu erledigen sind, natürlich in WhatsApp. Und hier habe ich die deutsche Version von WhatsApp aufgerufen und wir müssen natürlich in den Bereich Twinkle Shop, also in das Twinkle Shop Wishlist Forum hinein. Wenn ihr den direkten Link nicht habt, nicht kennt, alles kein Problem, einfach hier oben auf das Logo klicken und dann seht ihr hier Twinkle Shop Wishlist. So, da wollen wir jetzt hin. Und einmal draufklicken, ihr seid hier eingeloggt, seid ihr also automatisch gleich im neuen Forum drin und könnt hier arbeiten. Also, wenn ich ein Produkt vorschlagen möchte, was in den Twinkle Shop hinein soll, dann klicke ich zum Beispiel hier, wenn es eine Tasche oder Zubehör ist, auf Bags and Accessories. Gehe auf Post New Topic, gebe dem Ganzen eine Überschrift, gebe hier den Text ein, Beschreibung zu dem Produkt, platziere Bilder zu dem Produkt, gehe dann nochmal auf Preview, also Vorschau, um mir anzugucken, ob alles korrekt und richtig ist. Und dann, wenn alles stimmt und gut, dann klicke ich Submit und der neue Artikel ist eingestellt. Also nichts Schweres, ganz einfach, ganz unkompliziert. Wir haben ja hier die unterschiedlichen Kategorien, also Computer, Elektronik, Gesundheit, Schönheit, Fitness, Haushaltsprodukte, Büro, Homebüro, Homeoffice, Home Goods sind dann für Möbel und dergleichen Dinge, die ihr hier reinpacken könnt, Schmuck, Uhren und so weiter und so fort, könnt ihr euch anschauen. Also das sind die Rubriken, in denen ihr Produkte als Vorschlag einstellt. Dann werden diese Produkte vom Team im Hintergrund geprüft, ob das Produkt weltweit verfügbar ist. Schön wäre es, wenn ihr das im Vorfeld auch schon überprüfen könnt, nachprüfen könnt, ob auf der Herstellerwebseite weltweite Shops angeboten werden oder Verlinkungen zu Shops sind oder der Hersteller vielleicht selbst einen eigenen Shop schon betreibt, wo man eben weltweit bestellen kann, ist ein wichtiges Kriterium. Denn wenn ein Produkt zum Beispiel nur in Europa verfügbar ist oder nur in einem bestimmten Land, oder dann ist das im Moment noch nicht für unseren Shop geeignet. Diese Spezifikation für bestimmte Regionen, bestimmte Länder werden wir erst später im Detail weiterverfolgen. Im Moment brauchen wir Produkte, die weltweit verfügbar sind. Bitte auch keine Links von Amazon oder von eBay oder dergleichen hier reinpacken, das oder Zalando oder sowas, das gehört hier nicht rein. Wir wollen also hier immer die direkten Links zur Herstellerseite oder zu einem herstellerverlinkten Shop. Das ist immer das Optimum. So, und jetzt wurde das Produkt also vom Team geprüft, für gut befunden und also Kriterien alle erfüllt, dann kommt es hier in diese Sektion Product Suggestion Voting. Hier wird abgestimmt. Und hier steht ja auch bei jedem einzelnen Bereich nochmal ganz groß dahinter, stimme hier ab, vote hier, vote hier. Gucken wir also mal zum Beispiel rein bei den Computer und Electronics. Da haben wir dann hier Asus ROG, das sieht nach einem Computer aus. Jawohl, das ist ein Computer. Hier sehen wir nochmal die Beschreibung des Ganzen. Und so, dann gibt es hier Kommentare, die man zum Produkt abgeben kann. Ist ein gutes Produkt, habe ich schon Erfahrungen mit, gefällt mir, kenne ich, oder auch negative Erfahrungen können natürlich hier gepostet werden, wenn jemand sie schon hat oder wenn ihr andere Produkte euch anseht, wo ihr sagt, um Gottes Willen, also dieser Mixer oder Toaster dreimal nutzen, fällt auseinander sozusagen, dann natürlich kann man das dort reinschreiben. Und zum Abstimmen haben wir hier oben den Bereich, also da, das ist hier der Bereich, wo wir abstimmen. Und ihr seht hier die Möglichkeiten ja oder ja, ich bin daran interessiert, eine Reservierung zu machen.
Also ich bin interessiert, eine Reservierung zu machen, diesen zweiten Button hier. Das bedeutet oder kann bedeuten, wenn dieses Produkt anschließend in den Twinkle-Shop übernommen wird, hättest du zum heutigen Zeitpunkt den Wunsch, dass dieses Produkt von dir auch reserviert, sprich später erworben wird. Das ist aber nicht verpflichtend, also ganz wichtig zu wissen. Ihr geht hier noch keine verbindliche Bestellung ein, es ist einfach nur eine Feststellung, auch für uns einfach mal zu sehen, wo sind jetzt Produkte, die schon ein großes Interesse hervorrufen, dass Mitglieder sagen, wow, das will ich gerne haben, oder die einfach nur sagen, naja, okay, ist ja schön, dass das Produkt da ist, wir wollen mithelfen, dass die Mindestanzahl an erforderlichen Stimmen erreicht wird, also 250 Stimmen ist die Mindestanzahl, die wir brauchen, und deswegen kann ich dann zum Beispiel auch einfach nur sagen, ich klicke Yes. Bitte nicht unbedingt auf Null-Vote klicken, weil das wäre einfach eine ungültige Stimme oder ich enthalte mich der Stimme. Wer das möchte, kann das tun. Es hat aber keine Auswirkung, ob dieser Artikel dann schneller oder in den Shop kommt oder dass er seine 250 Mindeststimmen erreicht. Also wenn ich jetzt sage ja und ich klicke auf Submit, dann gibt es ein Update vom Bild. Und jetzt sehen wir also hier, haha, hier haben wir jetzt 35 Personen, die haben mit Ja gestimmt und wir haben 21, die abgestimmt haben, ja, sie sind daran interessiert, dieses Produkt später auch zu reservieren. Bedeutet also zusammengezogen haben wir jetzt hier 56 Stimmen. Aber da fehlen uns jetzt also noch 199. Die wollen wir gemeinsam schnellstmöglich erreichen und deswegen dieses kleine Video hier, um euch zu zeigen, wie das genau funktioniert. Und dann kann ich dann, wenn ich möchte, zum nächsten Produkt gehen und sage, Mensch, was haben wir hier? Eine Kamera, tolle Geschichte, kann ich gebrauchen, sag ich, vielleicht auch mal, mache ich eine Reservierung später. Aus heutiger Sicht, was in 8 Monaten oder in 10 Monaten, bis der Artikel im Shop ist und dann der Smart Contract abgelaufen ist, wissen wir ja heute noch nicht, müssen wir uns auch nicht festlegen. Ich sage Submit. Und gucken wir uns an, was ist hier passiert. Ah, cool. Hier haben wir 41, die sagen ja, und 21, die sagen, ich bin daran interessiert, das Produkt zu reservieren. Ergo zusammengezogen, 60, 62 abgegebene positive Stimmen. Da fehlen uns natürlich zu den 250 auch noch ein paar. Also, ihr seht, das ist nichts Schweres und uns zu unterstützen in dieser Variante ist dann sehr hilfreich. Dann bekommen wir sehr kurzfristig und schnell neue Produkte in den Shop hinein, in den Twinkle-Shop, also hier, damit ihr hier dann eure Smart Contracts reservieren könnt. Und ja, zu empfehlen ist es natürlich, diese Dinge nach draußen weiter zu empfehlen. Ladet neue Menschen ein, die gerne auch Luxusprodukte haben wollen. Von 500 bis 25.000 Dollar. Dazwischen sollen diese Produkte sich ja bewegen. Nicht unter 500 Dollar. Und lasst sie teilhaben an dieser fantastischen Möglichkeit. Das ist es schon. So einfach geht es. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Bis zum nächsten Video. Tschüss.